Diese Aufnahmen, die jetzt von der Polizei in Chicago veröffentlicht worden sind, sollen einen Polizeieinsatz in der Wohnung des Schauspielers Jussie Smollett zeigen. Die Aufnahmen entstanden nach Angaben der Polizei im Januar und wurden mit der Bodycam eines Polizisten gemacht. Smollett, der schwarz und homosexuell ist, hatte behauptet, er sei in Chicago auf der Straße von zwei Männern überfallen worden, die ihm eine Schlinge um den Hals gelegt hätten. Sie hätten ihn traktiert, mit homophoben und rassistischen Sprüchen beleidigt und den Schlachtruf von US-Präsident Donald Trump gebrüllt: Make America Great Again. Auf den Bodycam-Aufnahmen ist zu erkennen, dass Smollett eine Schlinge um den Hals hat, als die Polizisten die Wohnung betreten. Der Fall hatte Empörung und Diskussionen ausgelöst. Tage nach dem Vorfall erklärte die Polizei allerdings, sie gehe davon aus, dass Smollett, der auch aus der Fernsehserie Empire bekannt ist, den Überfall erfunden und seine angeblichen Angreifer bezahlt habe. Die Anklage gegen den Schauspieler wurde gegen die Zahlung einer Summe von $10.000 fallen gelassen. Smollett selbst hatte bestritten, den Überfall erfunden zu haben. Ein Staatsanwalt will die Aufnahmen der Polizei nun prüfen. Möglicherweise solle erneut Anklage gegen Smollett erhoben werden, hieß es.